Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir sind in der Höhle und sammeln gerade hier die Rohstoffe, die wir finden, auf der Suche nach dem goldenen, nicht goldenen, sondern diesmal roten Schatz, dem Redstone, den wir brauchen, den wir so dringend benötigen für unsere Speicherbatterien, damit wir unsere Sachen digital ablegen können und vielleicht in eine neue Welt wandern können, weil das wäre eine Idee, die ich hätte, in ein richtig tolles Gebiet zu ziehen mit euch. Und das dann nur noch als Außenposten zu verwenden, aber fürs Erste dann sozusagen den Umzug zu machen. Aber dafür müssen wir jetzt tonnenweise Redstone finden. Ob wir den finden, das finden wir heute heraus, hoffe ich mal. Weil es wäre schön, wenn ich heute Redstone hätte. Wäre echt schön. Alter, was finde ich denn hier alles? Hier Produktionsrohstoffe für die nächsten paar Jahre. Dadurch, dass wir unser Inventar hier natürlich jetzt leer haben, haben wir dezent mehr Platz als sonst. Problem andererseits ist natürlich wieder, wir finden wieder nichts. Ich weiß auch nicht vor allem, auf welche Höhe ich jetzt nach Redstone suchen soll, da dieser Mod ja, einer der Mods sich gedacht hat, ja, die Rohstoff-Spawn-Runde, ne, das tun wir mal alles schön verändern. Also, Redstone ist jetzt oben, Diamanten sind oben, Eisen ist überall, alles überall einfach. Jetzt bringt es sich ja rein theoretisch auch nichts mehr nach ganz unten sich zu graben. Da ist Kohle. Kohle ist aber auch jetzt schon outdated. So. Irgendwo wird doch irgendwas sein. Ich weiß gar nicht, wie tief ich bin aktuell. Ich glaube nicht mal tief genug. Machen wir mal F3. Wir sind auf der Höhe. Wo ist denn die Höhe wieder? 28, ja, das geht doch. 28 geht und unsere Diamantspitzhacke macht es auch nicht mehr lang mit. Noch 30 Schläge circa. Ich meine jetzt einfach mal eine gerade Linie. Und hoffe, dass ich Redstone auf dem Weg finde. Was ja eigentlich passieren sollte bei sowas, ne? Weil Redstone ist ja jetzt nicht selten. Auf der Höhe hoffe ich, dass ich vielleicht auch irgendwann auf die dementsprechenden. Ich wollte gerade sagen, hä, das ergibt doch gar keinen Sinn. Eure Treffer, aber ja. Schauen wir mal. Eigentlich. Was ist das denn? Ich habe Öl angegraben. Huch. Scheiße, das war jetzt nicht mein Plan. Okay, gut zu wissen, hier unten ist Öl. Bohrturm, wo ist er? Wir wissen eh schon, wie wir auf zukünftige Energie setzen. Vielleicht ist Öl gar keine blöde Idee, um daraus Benzin zu machen. Alter, wo finde ich Redstone? Oder finde ich Redstone wirklich nur in Höhlen? Ich weiß es nicht. Aber Eisen haben wir jetzt schon mal wieder in Massen für die nächsten paar Wochen. So. Vor allem, weil sich das ja einfach vertausendfacht gefühlt, wenn wir das produzieren. Aber gucken wir noch ein paar Sachen für Uncertus Quartz. Das macht es natürlich auch nicht unbedingt unnötig, ne? So, zack, hier noch ein bisschen was. Wie viel haben wir davon jetzt allein schon wieder? Ach. So, okay, sind wir auch schon wieder durch. Einfach gerade durch. Irgendwo wird es doch schon auftauchen. Alter, es kann doch nicht so schwer sein, Redstone zu finden. Herrgott. Bleierz, Bleierz. Uninteressant alles. Dann ist doch Kupfer, aber ich brauche Eisen. Ich brauche Redstone. Ich bin immer noch im Eisentrauma von damals, wo wir kein Eisen hatten. Alter, wir hatten echt viele Engpässe aktuell schon. Und jetzt dieser blöde Redstone-Engpass. Aluminium jetzt. Bereits. Aber da vorne ist ein Pocket. Bei der Pocket könnten wir eventuell
Wie war das? Wir finden sicherlich Diamanten, so dass ich meine Spitzhacke wieder drin habe. Jackpot. So, schau mal. So. Die Frage ist, sind wir drüber oder drunter? Die Frage machen wir jetzt mal ganz einfach. Wir graben einfach hier mal. Und hier mal. Das ist jetzt deprimierend. Okay, erstens, wir kommen hier näher. Zweitens, hier ist Redstone. Bitte mehr als zwei. Ja, mehr als zwei. Oh, 13 Redstone. Und hier könnte auch irgendwo dieses Fass sein, was wir gefunden haben. Es ist ganz nah. Also ich höre es auf jeden Fall, wie irre. Alles gut läuft. Da unten werden eh keine Tiere höchstwahrscheinlich sein. Aber wenn alles gut läuft. Jetzt muss ich da runterkommen. Okay, Messer in die Hand. Oh. Oh. Ah. Oh. Was? 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 Geh, 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 geh. Hau. Hau. Blöde Pflanzen hier. Wir haben schon wieder einen Lavaboden angebohrt. Toll. Wie viel? What? Okay, cool. Verständlich. Hier sind Tonnen Lava. Nicht sterben, 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 nicht sterben. Nee, nee, überhaupt nicht gefährlich, so eine Aktion. Komm, heil mich. Heil mich. Ja, das war jetzt eine erfolgreiche Mission. Muss ich schon lassen. Aber noch hinten geht's weiter. In eine weitere Höhle. Dann tun wir den Weg mal freischaufeln. Mit unserer Top 1A Schaufel. So, bedeutet, wir haben jetzt auch rein theoretisch. Aber jetzt kommen wir ein bisschen was essen noch. Damit wir uns wieder anfangen zu heilen. Das war knapp. Das ist wieder Lava. Wie viel Lava gibt es denn hier? Ein Stoneling. Hallo.
Hä? Was bist du denn? Komisches Teil. Ich will jetzt erstmal das Wasser in Security machen. So. Das Golderz nehme ich mir auf jeden Fall gleich mal mit. Gold haben wir jetzt ja nicht so in Massen. Wo ist das Stoneling hin? Könnte einen Anfall kriegen, ey. Kann ich in irgendeiner Höhle gefangen. So viel Essen habe ich jetzt auch nicht. Auf der Höhe. Jetzt kommen wir nach unten. Ich komme auch gleich gefühlt immer tiefer Richtung Punkt Zero. Wo wir an dem Punkt ankommen, wo wir. Oh, Smaragd. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Schon wieder in einer Höhle sind? Und ein Creeper da ist. Ich habe ihn gesehen. Ihr müsst mir gar nicht vormachen, der ist da. Aua. Mein Gott, mach doch nicht immer so einen Lärm. Radarschütze oder sonst der kommt gerade aus. Ja, da ist auch wieder eine Verzweiflung. Siliziumerz. Ich komme down auf Dead End, habe ich das Gefühl. Das gibt's doch gar nicht. Das ist die Folge, die Lava-Höhlen. Die Höhlen des Teufels. Wie soll man denn sonst sowas nennen? Warum sind hier nicht mal gute Ressourcen oder sowas? Leute, ich brauche Redstone. Ich habe zwar schon was, aber es ist noch nicht, glaube ich, genug, um eine einigermaßen energiereiche Basis aufzusetzen. Wo komme ich denn jetzt eigentlich wieder her? Hier. Also können wir bestätigen, das ist ein Drecks. Ich habe vergessen, das Eisen mitzunehmen. Oh. Mein Inventar ist auch schon wieder fast voll. Uncool. Uncool. Was darf denn jetzt ein Silbererz? Also was geht hier ab heute schon wieder? Versuchen wir mal, ohne in die Lava zu fallen. Der wichtigste Punkt eigentlich zurückzukommen. Problem ist, ich habe mich ja nur hochgebaut. Und wissen wir jetzt auch, wie wir den kompletten restlichen Cobblestone verarbeiten können. So, zack, hier nach oben. Boah, eine Zwischenstufe mal ein, einfach zur Safety. Safety Reasons, so. Und das sind ja die Höhlen, die ich jetzt gebuddelt habe. Also rein theoretisch sollten wir dann hier am Ende rauskommen. Ja, da war das Öl, da ist noch ein bisschen Gold. Gold entzückt. Da vorne ist ein Spawner, wie es ausschaut. Mal noch anschauen. Ich will aber weiter mal in so einem System machen. Wir können es ja jederzeit anschauen. Die Höhle existiert ja weiterhin. Die existiert ja weiterhin. Ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.